U19 zum Stadionflug gegen 1. FC Köln. Für die geht es noch um Europa und bei uns ist auch kein großes Vorgeplänkel nötig. Du weißt genau, um was es für uns heute geht. Heimsieg gegen Köln, währenddessen verliert die Hertha in Dortmund und du bleibst direkt drin. Nach so einer Saison bleibst du direkt drin. Auf Platz 15, punktgleich, aber Torverhältnis ist besser. Das wäre krank. Alles dafür ist alles da. Wetter ist grandios, Stadion ist seit Wochen ausverkauft. Die Stimmung wird von Sekunde 1 an krank sein. Ich gehe 100% davon aus, dass heute die beste Heimstimmung wird aus der gesamten Saison. Sonst wird es wohl die Relegation werden. Aber hoffen wir einfach mal darauf. Ab geht's zum hoffentlich letzten Stadionsport in dieser Saison. Scheiße. Ja!
sowas hier. Wer nicht hüpft, der ist Valenzer. Hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist Valenzer. Hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist Valenzer. Hey! Yeah.
Ach du heilige Scheiße. Also ich bin komplett sprachlos. Ich werd mich jetzt gleich wieder widerlegen, weil ich ja noch ein bisschen labern werde so, aber ey, was haben wir da gerade erlebt? Was zum haben wir da gerade erlebt? Also wir bleiben erstklassig. Es hängt hinter mir. Wir bleiben erstklassig. Also die Saison hatte auch einfach kein anderer Saisonausgang hätte besser gepasst als der jetzt. Was war, Alter? Dieses ständige Gucken, wie viel steht's bei Union, vor allem, wie viel steht's natürlich in Dortmund, ist ja klar. Ständige Schauen, wie gefühlt eine Bundesliga-Konferenz hier draus gemacht aus dem Vlog. Heilige Scheiße. Also das war Bundesliga. Also auf den Rängen, das war geisteskrank. Das hier ist das Produkt Bundesliga. Die Fans von uns, auch Köln, richtig geil Gas gegeben. Also auch an Köln, wie gesagt, Union hat gewonnen. Es ging für die eben um nichts am Ende des Tages dann mit dem Ergebnis von Union. Viel, viel Glück an Europa. Ich freue mich auf die geilen Auswärtsreisen und Heimspiele von Köln in Europa. Sehr, sehr geil. Die Hertha muss dann leider wohl nachsitzen. Mal gucken, gegen wen es geht. Morgen entscheidet sich in der zweiten Liga. Zum Glück können wir das morgen entspannt gucken. Heilige Scheiße, wir bleiben in der ersten Liga. Dieses Drehbuch ist unfassbar. Und ich werde mich jetzt nur um Kopf und Kragen reden. Deswegen mache ich es hier kurz. Auch nochmal vielen, vielen Dank. Kuss geht raus an jeden Ehrenmann, der mich hier heute erkannt hat, mich angesprochen hat. Ich habe auch einige Fotos gemacht mit euch Kollegen, gerade auf dem Platzsturm. Ich glaube, wirklich, glaube zweistellig. Wir sind, glaube bei 10, 11 Leuten gewesen am Ende des Tages. Geisteskrank, Mann. Vielen, vielen Dank für den Support über die gesamte Saison auch. Aber gerade auch vor allem der Support ist krank, Junge. Jedes Video, ihr nehmt die Dinger auseinander, unfassbar. Auch an die ganzen neuen Zuschauer, lasst ein Like da, lasst vor allem ein Abo da, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Wir bleiben erstklassig. Ja, mein Puls muss erstmal runter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.